Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat in Washington ein beispielloses Treffen begonnen. Mehr als 40 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt beraten mit US-Präsident Barack Obama über Wege, die Weiterverbreitung von Nuklearmaterial zu verhindern. Sein Ziel sei es, die Welt ein bisschen sicherer zu machen, verkündet Obama. Sicherheit steht auch in der US-Hauptstadt an erster Stelle. Das Gelände um das Tagungscenter ist mit hohen Zäunen geschützt. Die Anwohner mussten sogar ihre Briefkästen abmontieren. In bilateralen Gesprächen nimmt der US-Präsident die Mächtigen ins Gebet. Mit Erfolg. Kanada etwa erklärt sich bereit, sein waffenfähiges Uran in die USA zu schaffen, wo es für den Einsatz in Waffen unbrauchbar gemacht werden soll. Die Ukraine wiederum will ihren kompletten Bestand an angereicherten Uran bis 2012 unschädlich machen. Auch der Nuklearstreit mit dem Iran ist Thema in Washington. Und auch hier kann der US-Präsident kleine Erfolge vorweisen. Peking und die USA wollen gemeinsam neue Sanktionen gegen Teheran erarbeiten, erklärt ein Berater Obamas. Die chinesische Seite begnügt sich zwar mit einer vageren Formulierung, betont aber die Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit. Iran selbst ist nicht nach Washington geladen, genauso wie Nordkorea. Die großen Atommächte USA und Russland beschneiden ebenfalls ihre Nukleararsenale. Beide Länder unterzeichnen einen Vertrag, der die Verringerung der Bestände an waffenfähigem Plutonium vorsieht. Zusagen erwartet Obama auch in bilateralen Gesprächen mit den Regierungschefs der Atommächte Indien und Pakistan. Die größte Gefahr, macht Obama klar, gehe aber nicht von Ländern aus, sondern von Terroristen, die versuchen, Atombomben in ihre Hände zu bekommen. Kanzlerin Angela Merkel, die die deutsche Delegation anführt, spricht am Rande des Gipfels von einer ermutigenden Diskussion. Für sie sei es bereits ein Erfolg, dass so viele Länder der Einladung von Obama nach Washington gefolgt sind.